Ein bunter Schal, das Einzige, was hier auffällt, der Rest quasi von Kopf bis Fuß schwarz. So wie der Hintergrund, das ist Hannas Uniform. Ich vergleiche das ganz gern mit dem Harry Potter Tarnmantel. Ist eigentlich ganz schön, wenn man zwischendurch einfach so schups, abtaucht und nicht mehr da ist. Und einfach, ja, für keinen mehr sichtbar, aber trotzdem irgendwie auch noch da und man tut noch was. Und schwupps, weg ist sie wieder, denn als Tontechnikerin am Theater kümmert sie sich darum, dass jeder Zuschauer das Geschehen auf der Bühne auch gut versteht und Hanna eben selbst nicht zu sehen ist. So wie in dieser Szene des Stücks Tausend und eine Nacht oder Die Macht des Erzählens. In die Mitte des Palastes. Auf die Linie ritzte sie in Kufi-Schrift. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die Illusion für den Zuschauer später perfekt ist, wenn Sachen nicht verstärkt werden oder nicht verstärkt wirken, die tatsächlich verstärkt sind. Die 29-Jährige arbeitet mittlerweile in der vierten Spielzeit am Mannheimer Nationaltheater. Jede Handbewegung ist hundertfach eingeübt, die Abläufe routiniert. Hanna mag, was sie tut, obwohl sie in ihrem Job ordentlich anpacken muss. Jetzt ist es schon irgendwie ein Job, wo man nicht so feinfühlig sein darf, oder? Nicht nur, man muss, glaube ich, sehr feinfühlig sein, aber man darf nicht alles. Also ich glaube, es muss eine gute, ausgewogene Sache sein zwischen feinfühlig und nicht zu empfindlich. Und dabei war das eigentlich mal ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich ursprünglich, ganz am Anfang, so in der Schule, wollte ich mal auf die Bühne. Aber irgendwie habe ich keine Lust auf das ständige Rampenlicht und das ständige Lampenfieber. Und ja, da finde ich, das hier ist immer noch ein schöner Beruf. Von der Heidelberger Uni, wo sie Musik und Englisch studiert hat, hinter die Kulissen der Bretter, die die Welt bedeuten. Während der Vorstellung ist ihr Arbeitsplatz versteckt im Zuschauerraum. Jetzt hat ja jeder, glaube ich, in seinem Job so einen Lieblingsmoment oder so einen magischen Moment, den er ganz besonders toll findet. Was ist das bei Ihnen? Bei mir ist das meistens, wenn eine richtig knackige Szene vorbei ist und gut geklappt hat. Oder die Aufregung, die Spannung so ein bisschen abfällt und man sagen kann, ja, das war jetzt gut, das hat gut geklappt. Oh, und da kommt auch schon das Startzeichen. Hier steht die Wahrheit. Diese Flasche ist ja nicht mal groß genug für deine Hände oder Füße. Du hast es doch selbst gesehen. Nein, ich hab überhaupt nichts gesehen. Da ist dieser Glücksmoment. Hannas Lächeln kann man im Dunkeln nur erahnen. Ein Job, bei dem sie oft unter Strom steht. Einen Ausgleich dazu schafft sie sich zu Hause. Bei mir zu Hause läuft keine Musik zum Beispiel. Ich habe den ganzen Tag Klang und Ton um mich. Da bin ich dann ganz froh, wenn ich zu Hause auf der Couch liege. Doch genau diese Momente sind selten. Die 29-Jährige sitzt meist abends hinter Mischpult. Dieses Jahr auch an Weihnachten. Man wäre gern bei der Familie, man wird schon irgendwie gern zusammen Weihnachten feiern. Dieses Jahr trifft es mich auch nur an einem von beiden Weihnachtsfeiertagen, aber letztes Jahr hat es mich an beiden getroffen. Und da herrscht dann in der Familie auch nur mäßiges Verständnis. Am zweiten Weihnachtstag sorgt Hanna dann für den richtigen Ton. Für diesen Einsatz möchten wir einmal Danke sagen.